Servus Leute, Embers hier. Im heutigen Video haben wir einen Stream-Ausschnitt aus dem letzten Stream auf Twitch vom 9.12., vom Donnerstag. Und zwar wollte ich einfach mal testen, kann der Necro im aktuellen Zustand, also als Bestandsaufnahme, über Tristram laufen? Ich weiß, der ist noch nicht fertig, das habe ich auch im Stream so angekündigt, aber die Neugier war einfach so groß, dass ich gesagt habe, komm, packst du ein paar Schlüssel raus und testest mal, ob du über Tristram laufen kannst. Und ja, Frage an euch. Glaubt ihr, der Necro kann das mit diesem aktuellen Gear? Ich zeige es euch einmal vorher. Und zwar sieht das aktuell so aus, da ich immer vergesse, das CTA zu zeigen. Nur ein Zweier CTA. Wer es nicht kennt, es erhöht einfach einmal einen Skillpunkt und gibt uns mehr Leben. Dazu noch einen Spirit, damit wir einfach zwei Skillpunkte mehr haben für ja, ein höheres Level. Dann haben wir Herz der Eiche, immer noch mein 33er, juhu. Dann einfach eine 0er15 Harle, die hatte ich letztens mal gefunden. Kein Doppel drin, könnte ich noch ein paar Resis oder was auch immer reinpacken. Dann einfach ein Standard-Amu. Eventuell ein Maras für mehr Resis nochmal gut. Dann nochmal ein Spirit, ja, kennt ihr schon jeder. Enigma zum Teleportieren. Magierfaust für schnellere Zauberrate und diese einzelne Feuerfertigkeiten hilft unserer Kadaverexplosion. Dann habe ich mir Bulkatus geholt und nochmal ein Bulkatus geholt, einfach für zwei Fertigkeiten, damit die Skelette stärker sind. Den Spinnmonsternetz als Gürtel. Klar, wegen dem Skillpunkt und nochmal wegen der Zauberrate. Und Knochensteig hier wegen zweimal Skelettbeherrschung. Ansonsten bei den Zauber Geats und hier nochmal fünf Herbeirufungs-Skiller. Und hier unten einfach nur ein bisschen riesiges Deck und ein Anielius nochmal für einen Skillpunkt mehr. Und der Söldner, der Gute, der hat einmal Gehorsam, einfach nur wegen dem Schaden. Spirit hat mein Eisengolem. Dann habe ich Andarius Antlitz als Helm und Verrat als Rüstung, damit er einfach ja Damage Reduce hat und Resis, wenn er das castet. Jetzt meine Frage, was glaubt ihr? Ja, also ich wusste es nicht, ich habe gesagt 50-50. Einerseits war ich eher überrascht, dass es so läuft und auf der anderen Seite hätte ich es so nicht gedacht. Und ich sag's nochmal, der Necro ist aktuell so nicht fertig, noch nicht final. Das Gear werde ich dann im Nanfluss, ob es klappt oder nicht klappt, einmal präsentieren und dann aber auch nochmal sagen, was ich hier nochmal als Upgrade oder welche Ideen ich ja noch habe, um es zu verbessern. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt los. Also Leute, holt euch euer Popcorn und wir fangen an mit den vergessenen Sanden. Ist auch der einfachste. Es wird nochmal ein Skeletti down gehen. Ich denke aber mal für die kleinen Bosse vorher werden wir es nochmal so packen. Ich hoffe mal. Ja, es dauert aber schon extrem lang. Also ich glaube, so wird es keinen Spaß machen. Alle eingefroren. Ich glaube, wir fangen schon mal direkt an, mit ein bisschen mehr Support zu holen. So, ein paar haben wir schon gleich zusammen. Ich werde mir dann auch am Ende, glaube ich, nochmal ein paar Urdas holen, um einfach das entspannter laufen zu können. Ja, wir brauchen auf jeden Fall den Crushing Blow, damit wir prozentualen Schaden haben. Und jetzt müsste es besser gehen, hoffe ich. So, dann komm mal her, Duriel. Da ist er schon. Wir können auch mal schauen, wie es mit Altern aussieht. Ja, ich glaube, dass die Monster down gehen oder die Skelette down gehen, ist jetzt weniger das Risiko. Die laufen nur weg. Ich weiß nicht, was er noch oft zu tun hat, der Kollege hier. Aber der macht sich ein gemütliches Leben. So, Glutofen. Nochmal Battle Order. Hier unten muss er bestimmt sein. Solrune. Kann man auch mal nebenbei Solrune farmen hier. Gut, also Isual war
Auch kein Problem, die Solo-Rune lassen wir jetzt hier. Dann wieder ab zurück. So, jetzt kommen wir zu Lilith. Lilith kann natürlich nochmal unangenehm werden. Aber ich denke, wir machen die in einem Run einfach gerade weiter. In der Hoffnung, dass jetzt unsere Kollegen nicht abnippeln. Wäre jetzt ein ungünstiger Zeitpunkt. Ah, die Kühe sterben genau jetzt. Da haben wir sie auf jeden Fall schon mal gefunden. Und ich habe kein Portal. Das ist natürlich alles andere als clever, weil ich habe ja mit dem Portal das Kau-Level aufgemacht. Aber wir wissen mal schon mal den Weg. So, wir gehen wieder so bis. Ich kann 44. So die letzten. Ich will auch nicht alle Urdas ja vorher schon verkloppen. Komm, Embers, Konzentration. Natürlich nur gucken, dass ich auch so ein Ur da. Also den Kollegen brauchen wir nicht. Da ist ein Ur da. Ur da. Oder. Gut, das muss reichen. Mehr Crushing Blow brauche ich erstmal nicht. Dann geht's ab zu Lilith. Ja, mal bisher war es noch sehr entspannt, angenehm, geschmeidig. Dem soll die auch nochmal kurz HP geben. So, also Organe farmen geht schon mal, ja. Das kann ich schon mal als Stream-Service jetzt anbieten in Zukunft. Um ein bisschen Platz zu sparen. Das ist ja auch extrem wichtig. Jetzt kommen wir zur großen Kür. Jetzt geht's ab ans Eingemachte. Ich glaube, ich lasse es einfach mal so, wie es jetzt ist. Ach, ich habe noch meine Stärke-Sachen an. Ich trottel, oder? Ja, ist noch. Hier, den Kollegen würde ich anziehen wollen. Weil war jetzt kein Riesenunterschied, aber haben ist immer besser als brauchen. Hoffe mal, dass die Kollegen nur jetzt nicht den Abgang machen. Versuche erstmal Mephisto alleine raus zu. Jetzt sterben die Kühe. Okay, ich muss erstmal wahrscheinlich nochmal neue Kühe organisieren. Oh, es war. Upsi. Ich glaube, ich mache mal auf Mephisto, mache ich mal Altern drauf. Also Mephisto geht schon mal gut down. Oh, ich gehe aber auch gut down. Gut, also wenn Mephisto schon mal entspannt down ging. Ja gut, ich mache hier gerade absolut null an den richtigen Leuten Schaden. Also die Skelette überleben das auf jeden Fall schon mal. Aber ich brauche nur gleich nochmal mehr Pferdestärken oder Bullenstärken.
Ich glaube aber, es war der falsche Ball, der angegriffen wurde, oder? Ja, ich muss noch mal kurz neues Pulver holen. Ich glaube, ich hole jetzt einfach mal 40 Kühe. Oh ne, ich brauche Crushing Blow. Das brauche ich auf jeden Fall. Ich glaube, ich brauche auf jeden Fall. Ja, ich glaube, André, ich brauche auf jeden Fall Beast. Ohne Beast fehlt mir einfach so der Initialschaden. Jetzt haben wir mal dir. Ja, für hier bräuchte ich auf jeden Fall auch Crushing Blow. Kann halt auch 0. Ja, also ich glaube, alles in allem sieht nicht gut aus. Vor allem. Oh, ich werde angegriffen. Ja, der heilt sich auch so schnell wieder. Das kann ich so knicken. Ich wollte es als erstes alleine packen. Da ist Ball. Auf jeden Fall, wir machen ein bisschen Schaden an Ball. Das Schöne ist, die Skelette sind so tanky, die gehen auf jeden Fall nicht mehr down. Gut, und jetzt noch Dia, der war zuletzt hier unten irgendwo rumgegimmt. Jetzt ist er mal in einem freien Feld. Muss aufpassen, ich habe gleich kein HP mehr. Ich sehe die einfach mal gar nicht. Gut, aber Schaden ist auf jeden Fall ausreichend da. Irgendjemand macht immer Altern drauf. Das ist dein Söldi. Hat er. Nice. Hat auf jeden Fall geklappt. Kann's hochkommen. Vielen Dank. Also, ich denke mal, mit Beast reicht es auf jeden Fall. Aber jetzt müssen wir auf jeden Fall mal schauen, was rumkam. Beim guten Kollegen. Druide 16, 19. Gar nicht schlecht. Auf jeden Fall mehr als 15, 15 im Schnitt. Und ich wollte ja nach dem Pal auch einen Druiden machen. Also nicht verkehrt.